Ins Krankenhaus soll man kommen, wenn man einen Blasensprung hat. Da kann man, solange man weiß, dass das Köpfchen vom Baby fest im Becken ist, auch gerne zu Hause noch duschen oder sich noch ein Frühstück genehmigen und dann in Ruhe ins Krankenhaus kommen. Bei Blutungen soll man ins Krankenhaus kommen und bei regelmäßigen Wehen gerne auch bei sonstigen Auffälligkeiten, Unwohlsein, wo man halt das Gefühl hat, das muss im Krankenhaus abgeklärt werden. Wir haben 3 Aufnahmezimmer, wo sie in der ersten Zeit ihrer Ankunft sind. Da wird ein CTG geschrieben und der Befund erhoben. Dann haben wir 3 Wehenzimmer, 2 Doppelzimmer, 1 Einzelzimmer. In der Zeit sind sie in diese Zimmer, wenn sie zum Beispiel einen Blasensprung haben und noch keine regelmäßige Wehentätigkeit. Mit dem, dass sie regelmäßige Wehen haben, der Muttermund sich öffnet, geht man in einen von den 4 Kreissäle rüber. Im Kreissaal wird im Bad zuerst eine Aufnahmeuntersuchung durchgeführt. Da bekommt die Schwangere einen Ultraschall, es wird ein CTG geschrieben und der Befund vom Muttermund wird erhoben. Bei uns im Kreissaal haben wir die Regelung, dass eine Begleitperson die ganze Zeit dabei ist. Das dürfen Sie entscheiden, wer das sein soll. Die Herztöne vom Baby werden regelmäßig überwacht. Sollte es zu Auffälligkeiten kommen oder die Geburt nicht vorwärts gehen, haben wir die Möglichkeit, einen Kaiserschnitt durchzuführen oder in speziellen Situationen auch eine vaginal-operative Entbindung, zum Beispiel per Saugglocke. Wir bieten unterschiedliche Geburtspositionen an. Wir gucken einfach auch wieder, was tut Ihnen gut. Wir haben eine Gebärwanne für eine Wassergeburt. Das können wir Ihnen anbieten. Wir haben großzügige Kreissäle, in denen Sie sich gut bewegen können. Unsere CTG-Geräte, die haben eine Telemetrie. Das heißt, Sie sind auch gar nicht immer mit Kabel gebunden, sondern Sie können sich gut bewegen. Wir haben Petsy-Bälle, Bodenmatten, Gebärhocker. Ein gutes, großes Repertoire und schaue einfach, was die einzelnen Bedürfnisse in diesem oder bei Ihnen dann sind und wie man das umsetzen können. Da wir ein Level 1 Krankenhaus sind, mittlerweile mit 2300 Geburten, ist für uns wichtig, dass wir einen direkten Zugang zum OP haben. Ebenso ist die Kinderklinik auch direkt innerhalb von einer halben Minute bei uns vor Ort. Sobald wie ein Notfall wäre die Anästhesie direkt im Haus, ist das OP-Team im Haus, ist die Kinderklinik im Haus und wir können sehr, sehr, sehr schnell reagieren. Also da sind Sie in den besten Händen. Zur Schmerzerleichterung gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Als erste Option kommen Entspannung, Aromatherapie in Frage, dann Schmerzmittel in unterschiedlichen Stärken und wenn die Schmerzmittel nicht helfen, dann auch gerne Lachgas und im weiteren Verlauf dann auch eine PDA, Periduralanästhesie, die jederzeit durch die Anästhesisten, die auch im Haus verfügbar sind, gelegt werden kann. Üblicherweise werden Sie von einer Hebamme und einer Hebammenstudentin begleitet. Es ist allerdings davon abhängig, wie lange Sie bei uns im Kreissaal sind, bis Ihr Baby geboren ist.